Willkommen, meine Lieben, zu Episode 10 von Watch Dogs im wundervollen Chicago, präsentiert von Celine, a.k.a. Queen Nerdidala. Und wir befanden uns in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, mitten in einer Flucht aus einem Gebäude. Und ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen. So, da kommt doch einer. Und da geht doch einer. So, nachladen. Okay, der ist unter mir. Das ist schon mal sehr gut. Also kann ich jetzt mal aufstehen, hoffentlich. Geld. $217. Und außerdem, das stimmt nicht. Okay, Gangster vielleicht, ja. Aber normalerweise haben Amis nicht so viel Kohle dabei. Bargeld meine ich. Da läuft alles über Kreditkarte. Deswegen kann man ja auch in Deutschland bei Starbucks... Oh. Ach nee. Weißt du was? Ich pack das mal weg. Kann ich hier raus? Schalalalala, hier ist nichts gewesen. Was sind das denn für Leute, die da nicht abbauen? Kommen sie unbemerkt den Polizeiscan. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, mit Jamscoms können Sie die Entdeckung durch CityOS-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder die Polizei zu rufen. Yes! Jetzt muss ich damit nur noch umgehen lernen. Stellen Sie Jamcoms im Waffenrad her und drücken Sie G, um es einzusetzen. Okay. Dann drücken Sie G. So, was heißt das jetzt? How the hell? Und was klaue ich wieder? Einen Ferrari. Tschüss. Vor allem tschüss in dem Auto. It's more like hello. I didn't pay attention to the music play. Now I got some issues with the copyright because I didn't pay attention to the music play. Now I got some troubles with the copyright. Bitte. Ich weiß nicht. Ich sitze noch am Computer und ich steuere auch noch. Ja, falls ihr euch das gerade gefragt habt, ob ich irgendwie weggegangen bin. Nein. Es ist einfach so, ich mache das unglaublich schlecht. Ja, das ist die Deal. Gott, jetzt mache ich hier noch mal CTOS. Ich glaube, ich muss... Ah! Okay, jetzt hat er mich gedreht. Ich brauche unbedingt CTOS... I didn't pay attention to the music play. Now I got some issues with the copyright because I didn't pay attention to the music play. Now I got some troubles with the copyright. Oh, pull du doch mal over. Geh weg. In GTA konnte ich irgendwann richtig gut Auto fahren. Ohne Scheiß, Leute. Oh, Mann.
Okay, ich glaube, das ist nicht so von Erfolg gekrönt, was ich hier mache. Oh, lass ihn drüber fahren. Okay. Ja, was ich hier mache, ist so ein bisschen schlimm, ne? Okay, fahren wir mal dahin, wo ich mich auskenne. Jetzt fahren wir mal in Richtung Grand Park. So, hier ab rechts abbiegen. Jetzt geht's Richtung Grand Park und Millennium Park. Shuckalukalung. So, hier links, links, links. Kommt, müsste gleich das Cloud Gate. Was das hier für ein komisches Gebilde ist, links, weiß ich nicht. Ey! Du Affe! Oh, weia, ey, ist das nervig. Bitte, bitte, bitte sei. Zivilisten verletzt. Ach man, was seid ihr alle empfindlich? Das ist der Pritzler Pavillon. Pritzler Pavillon. Da sind Konzerte im Sommer. It's time to get out of the car. Ah, die wissen nicht, wo ich bin. Muhahaha. So, jetzt reiße ich die Schnauze auf und jetzt werde ich sofort gleich wieder gesehen. So, jetzt laufen wir durch den Grand Park, meine Lieben. Welcome to the Grand Park. Wie gesagt, das hier ist der Pritzler Pavillon. Ich mache Sightseeing, egal wann. Checken wir den nochmal zwischendurch. Jetzt muss ich mir mal so eine blöde Unterhalt. Vielleicht sollte ich von der Straße mal weg. Ach nee. Oh nee, oh nee. Wo kommst du denn her, Polizist? Genau, ich laufe in die Menschenmasse. Der wird ja wohl nicht so skrupellos sein. Und hier einfach weiter rumschießen, ne? Komm, hacken wir den noch. Es geht immer. Hacken und Sightseeing geht immer. So, das ist hier echt richtig schön gemacht eigentlich. Das seht ihr jetzt nicht so wirklich. Komm, wir nehmen den idyllischen Weg. Hier ist auch irgendwo die Buckingham Fountain. Ich kann mich jetzt aber gerade nicht orientieren. Was hast du denn für mich? Yes! Ich brauche schließlich neue... Oh. Ja, geh da rüber. Kann ich hier mal in Deckung gehen? Bitte, geh mal in Deckung. Aiden. Oh Mann, guckt euch die Polizei an. Wie viele sind das denn? Ich glaube, das wird eine Folge, wo ich nur versuche, die Polizei abzuschütten. Schütten. Schütteln? Nein. Okay, ich brauche ein Auto. So wird das nichts. So wird das nichts. Oh, jetzt habe ich das Polizeiauto klar. Geh, geh, geh schneller. Geh schneller. Geh schneller. Oh, ah, jetzt habe ich die Musik ausgemacht und nicht aufgepasst. Fuck. Aber das Auto ist besser. Coming through. Oh, no, 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 no. Leg, 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 leg. Hier ist irgendwo Diversity. Ich habe auf Diversity gewohnt. Die Straße heißt Diversity. Das, wie gesagt, das ist in der Lincoln Park Area. Oh Mann. Es gibt bestimmt cleverere Wege. Kann Aiden schwimmen? Wenn ich jetzt reinspringe, sterbe ich bestimmt. Das, hier ist, kommt dann irgendwo Navy Pier. Guck mal, wie schön, oder? Jetzt geht ihr mal alle an die Seite. Oh, das ist echt ein schnelles Auto. Wenn ich das von Anfang an gehabt, wäre es bestimmt besser gelaufen mit dem Flüchten. Oh Mann. Ja, und was habt ihr so gemacht? Jetzt fahren wir hier mal raus. Jetzt müsste... Ist das hier nicht schon Navy Pier? Das könnte Navy Pier sein. Nein. Ja. That's in there. Da vorne seht ihr noch mal rechts das, na, wie heißt das denn? Wie gesagt, das einzige Gebäude östlich des Lakeshore Drive, was aussieht wie ein Kleeblatt. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Oh, es tut langsam echt weh. Ja, Entschuldigung. Ich
Sowas habe ich übrigens in meiner Zeit in Chicago nie erlebt. Wilde Verfolgungsjagden. Chicago hat ja so ein bisschen den Ruf der Gangsterstadt wegen Al Capone vor Jahren, Jahrzehnten. Oh, jetzt bin ich... Das ist doch die Michigan Avenue Bridge. Yes. Jetzt fahre ich aber wieder auf die McMile. Oh, bitte. Übrigens, der Water Tower kommt sehr viele Blocks weiter nördlich. Ist das dann nördlich? Ich glaube, ich fahre jetzt in den Norden Chicagos. So. Oh! Jetzt sind wir, glaube ich, gerade an dem John Hancock Center rechts vorbeigefahren. Boom. Das ist falsch hier. Das ist alles komplett falsch. So ist das nicht. So ist das nicht. Oh Mann, geht doch einfach mal woanders hin. Ja, aber ihr habt hier keine anderen Probleme, oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo ist denn hier so ein Unterschlupf? Konnte ich da nicht hinflüchten? Was ist denn, wenn ich die Map jetzt aufmache? Hält das Spiel denn an? Es wäre sehr toll. Oh, mein Gott, ich fange hier richtig an zu schwitzen. So, Unterschlupf. Wie sieht denn das nochmal aus, die Legende? Habe ich hier keine Legende? Legende öffnen. Yes. Nö. Mal gucken, was hier weiter. Nee, wie kann ich denn da weiter durchschalten? So, Shop, City Games, Untersuchungen. Versteck. Also doch. Weil da Schnellreise gerade stand. Nein! Oh Gott, ihr werdet mich hassen. So, jetzt fahren wir halt dann nächstes Mal ins Versteck. Dafür müssen wir drehen. Nee, 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 nix da. Nix, Straßensperre. Oh, gut, gut, dass ihr zu blöd seid, mit Straßensperre gescheit ins Leben zu rufen. So, wir fahren wie die Madmans. Oh, oh, das Auto ist ein bisschen kaputt mittlerweile. Komisch, oder? Leute, seht ihr nicht, dass ich komme? Wenn ihr mal in Chicago seid, müsst ihr unbedingt die Deep Dish Pizza essen. Das ist heavenly. Deep Dish Pizza wurde in Chicago erfunden. Gute Plätze, das zu tun, ist Gino's, Giordano's und Lou Malnati's. Oh Mann, das ist, jetzt wird es langsam ein bisschen lächerlich. Ich glaube, ich muss etwas jugendfreundlicher sprechen. Ich meine, das Spiel ist auch ab 18. Aber, was wird meine Mama sagen, wenn sie das sieht? Was ist das denn für ein Zeichen? Was war das? Okay, jetzt habe ich die Pollen gefunden. Oh Mann! Oh Mann! Noop, was, ich bin da? Ja, wie soll ich das denn machen? Genau so. Ja, wenn ich jetzt noch sterbe, fange ich an zu schreien. Das schwöre ich euch. Oh, falsche Richtung. Was sind das hier für Geräusche? Hey denn, mach keinen Scheiß. Wo geht's denn hier rein? Geht also nicht. Die dürfen mich also nicht direkt sehen, was ja eigentlich auch Sinn macht. Alles andere wäre ja eher dämlich. Nein, geh weg! Überfahr mich nicht! Oh Mann, ich kann, es kann doch nicht sein. Was ist, wie lange fühle ich dich jetzt schon? MGK. Okay.
Okay, jetzt ist keiner in der Nähe. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Steig aus, steig aus. Lauf in der Alley, lauf in der Alley, lauf in der Alley. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann. Der ist doch jetzt aus dem Nichts aufgepoppt. Das ist doch wirklich scheiße. Jetzt nervt es mich aber langsam. Euch bestimmt gar nicht. Oh, den hätte ich klauen sollen, Mist. I didn't pay attention. Yeah, I noticed that. The music played. Now I got some issues with the copyright because I didn't pay attention to the music played. Now I got some trouble. Das ist ungefähr so. Habt ihr bei GTA mal diese Mission gespielt, wo ihr für Simeon fahrende Fahrzeuge klauen müsst? Ungelogen, das hat einmal 40 Minuten gedauert. Ich dachte, ich muss komplett ausrasten, weil Schießen aus dem Auto war ja möglich bei GTA, aber war jetzt nicht so das Einfachste der Welt. Und das war... Leute, ganz im Ernst. Soll ich mich erschießen lassen? Ich glaube, das ist einfacher. Aber was sehe ich eigentlich gleich rein? Ich sehe auch immer zu spät, dass da Neutralisieren steht und dann, ja, Hauptsache, das kann ich nicht umfahren. Ampeln, die fest verankert sind im Boden. Oh, ich habe doch Q gedrückt. Wieso geht das nicht auf? Oh, oh. Ich glaube, das ist ein Problem. Das war jetzt nicht so die schlauste Nummer, die ich hätte bringen können. Wieso kann ich die zurücksetzen? Was passiert hier? Ich krieg das nicht so schnell hin mit dem, weißt du, so nach hinten umgucken und dann... guck dich um und mach zu! Hat das jetzt was gemacht? Nein. Wo sind die denn jetzt lang gefahren? Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich fahre hier halb Chicago kaputt. Yeah, jetzt fahren wir auf den Strand. Oh yeah, baby. A little bit. Das war voll schön. Chicago hat einen Strand. Es ist natürlich... Oh. Es ist aber ein so großes Gewässer, dass man wirklich nur von einem sehr hohen Gebäude aus... Nur von einem sehr hohen Gebäude aus... habe ich das geschafft? Hammer! Jetzt müssen wir ja schon durchatmen. Boah, ey! Boah, ey! Dafür kriege ich einen Skillpunkt. Das ist ja schon fast eine Farce, ne? Tired of this cat and mouse. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Ach, du Scheiße. The way he bounced his signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Oh, weißt du was? Entschuldigung.
Nee, ach, jetzt habe ich wieder Escape gedrückt. Ich muss jetzt eben mir eine Waffe besorgen. Oder Waffen, je nachdem. Wo ist denn hier so ein... Bin ich blind? Was ist das? Sammelbares. Wo ist denn hier so ein Waffenladen? Hä? Check ich's gerade nicht? E-Legende. Waffenladen. Wo denn? I don't get it. Vielleicht bin ich einfach nur unglaublich blind. Ja, anscheinend, ne? Seht ihr das? Wenn ihr es seht, kriegt ihr wahrscheinlich einen Anfall, dass ich es nicht gesehen habe. Hier ist einer. Ja, Hammer. Jetzt muss er wohl noch näher... Okay. Das sieht doch schon besser aus. Ich werde hier mal kurz aussteigen und mir das Geld abholen. Oh, Mann, Mann, Mann. Was für eine Flucht. Was für eine Flucht. So. Ist hier in der Nähe ein CTOS? Was ist das hier? Schalte Bezirksverbindung. Ach, das ist das Kontrollzentrum. Ich mache dann jetzt als nächstes vielleicht Kampagnenpunkt. Erst kaufe ich mir eine Waffe. Dann mache ich einen Kampagnenpunkt und dann werde ich weitere CTOS Areas freischalten. Oh, den Wagen will ich haben. Bleib bloß. Nein, nein, Ampel. Hammer. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Dann nehme ich halt deinen. Get out. Whoa. Oh my God. Ja, sorry. Oh, fällt sich gar nicht mal so cool. Was läuft da denn jetzt? Wie heißt der nochmal? Meatloaf? Nee, das ist was anderes, ne? Ach, das ist was ganz anderes. Flatfoot 56. Es tut mir echt leid, dass ich keine Musik anmachen kann, aber ich habe echt überhaupt keine Lust, dass die GEMA an meine Tür klopft und mir dann sagt, nein, das Video muss leider raus. Von YouTube ausgeschlossen werden, weil da ist was bei, was du nicht spielen darfst. Scheiße. Bei GTA wären die jetzt schon dreimal gestorben und auch beerdigt worden. Ich war zuerst da. Stoppschilder funktionieren da ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Nichts rechts vor links oder so. Da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen. In Amerika. Ich habe ja quasi Autofahren in Amerika gelernt, als ich da war damals. Quid pro quo. Quid pro quo ist natürlich nice. So, einkaufen. Jetzt kaufe ich mit euch noch eine Waffe und dann... So, ich möchte bitte ein Scharfschützengewehr haben. Ja, dann... Nein, Scharfschützengewehr. Zurück. Wie komme ich denn da? Da. Welches nehme ich denn mal? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Was ist das? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Okay. Das wird ein bisschen mehr können. Geht's noch weiter? Oh Gott. Das wird ja mal richtig teuer. Wie viel Kohle habe ich? $24.000. Boah. Hammer. Das will ich. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen... Ja, Junge, warte doch mal. Nehmen wir das mal. Bams. Ja, das möchte ich bitte kaufen. Dann möchte ich noch eine Schrotflinte, kann nie schaden. Vollautomatische Schrotflinte, ein bisschen teuer. Ausgerüstet, ich habe also schon eine. Halbautomatische Schrotflinte. Halbautomatische, ja. Ja, dann kaufen wir die auch mal. Mhm.
brauche ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ach, ich bin voll. Man kauft, also wenn man sie kauft, ist man also immer voll, ja? Sehr gut. Was gibt es denn noch an Pistolen? Das ist ja meine. Die mag ich sehr, weil sie entscheidend war halt. Kann man für die anderen auch Zubehör kaufen? Nein. Zurück? Nein. Ich möchte weiter einkaufen. Was haben wir denn an Sturmgewehr? Das wäre nicht schlecht. Was gibt's noch? AK-47, die gute alte AK-47. Welche nehme ich denn mal? Feuerstoß, vollautomatisch. Was gibt's noch? Goblin. Ne, wir nehmen eine AK-Dingensbummens 47 kaufen. Ich würde sagen, wir sind mal gut ausgerüstet, oder? Ich guck mal eben noch nach Granatwerfern. Da habe ich jetzt kein Geld mehr für, aber... Okay, 4.000 oder 45.000 brauche ich. Ein bisschen mehr Leute. I didn't pay attention to the music play. Now I got some issues with the copyright. Because I didn't pay attention to the music play. Now I got some troubles with the copyright. You're welcome. So, in Folge 11 machen wir dann weiter und dann fahren wir mal zum nächsten Kampagnenpunkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Aloha.